in der Vergangenheit in der weltweiten Ökumene sehr stark über diese Begrifflichkeit diskutiert und haben zu weitgehenden Konsensen auch gefunden. Die Debatte ist längst nicht abgeschlossen, das kann sie gar nicht sein, weil die Herausforderungen ständig neu sind. Das heißt, was der gerechte Friede ist, haben wir theoretisch mal versucht zu definieren, versucht zu beschreiben, versucht auch mit Beispielen zu belegen, was wir uns darunter vorstellen, nämlich die enge Verknüpfung von Gerechtigkeit einerseits und Friedensbildung, Gewaltfreiheit andererseits. Und wir haben verstanden, auch durch die vielen Jahre des konziliaren Prozesses, dass beides nicht voneinander zu trennen ist und dass wir beides nicht voneinander lösen dürfen. Also eine neue Vorstellung, ein neues Konzept sozusagen, ein Rahmenkonzept, was der gerechte Frieden sein könnte. Gewaltfreiheit ist ein wichtiges Element dabei. Gerechtigkeit, gerechte Beziehungen international ist ein weiteres wichtiges Element dabei. Und das gehört zwingend zusammen. Das heißt, da haben wir eine gewisse Verständigung, einen gewissen Konsens in der weltweiten Ökumene, was das bedeutet. Wenn die Badische Landeskirche jetzt selbst sich auferlegt und selbst sich dazu verpflichtet, eine Kirche des gerechten Friedens zu werden, dann sagt sie nach meiner Wahrnehmung damit, diese Themen sind uns so wichtig, diese Themen begreifen wir so stark als ein Auftrag von unserem christlichen Zeugnis her, dass wir noch genauer verstehen wollen, was das dann für uns als Kirche eigentlich bedeutet in unserem Zusammenleben, in der Gestaltung unserer Gemeinden, in unserer politischen Stimme, die wir einbringen wollen, in unserem Engagement, wie wir auch Alternativen zeigen auf können und wollen, wie Konflikttransformationen eigentlich gelingen können.